Willkommen zurück zu Manorlords. Unser Dorf Waldbrand. Ist gar kein Dorf mehr. Es ist eine mittlere Stadt und auf einem guten Weg zur großen Stadt. Haben wir einiges angeleitet in den letzten Folgen. Läuft richtig gut. Sehr, sehr schön. Vor allem haben wir die letzten beiden Entwicklungspunkte für die Handelslogistik und bessere Geschäfte ausgegeben. Meine, bessere Geschäfte. Das klingt ja wohl nie verkehrt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das alles ausbalancieren, was wir hier erarbeitet haben in den letzten Folgen. Schau mal ganz kurz rein. Wir haben noch ein bisschen Platz für Wohnraum. Das ist erstmal ganz gut. Ja, es entwickelt sich wirklich so eine richtige Stadt, ne? Und jetzt schau ich das mal an hier. Ein bisschen nobel. Finde ich ein bisschen geil. Okay. Wie gehen wir das denn jetzt an? Mal drei Leute, die nichts zu tun haben. Gute Sache. So. Das Forsthaus, das Holz für der Lager arbeitet. Wir gucken uns mal die Ressourcen an und schauen, ob wir irgendwo einen Engpass haben, der uns sofort auffällt. Wir haben Bauholzbretter, Steinwerkzeug, Dachziegel. Das läuft alles ganz gut. Die Dachziegel verkaufen wir ganz ordentlich. Das gibt uns ein bisschen Geld und wir haben ordentlich Geld. Nahrung. Fleisch, ja, das ist das Problem hier mit dem Moment rausholen. Der Tierbestand muss sich ein bisschen erholen. Beeren sammeln wir hier. Obwohl es Juli ist, gibt es anscheinend gerade keine. Brauchen wir die auch nicht. Wenn keine wachsen, können die auch nichts machen. Dann hatte ich ja noch eine zweite Wildbeutehütte angefangen. Für die Monate, wo es dann mal wirklich lohnt. Weil im Frühjahr wächst manchmal so viel, kann man gar nicht so schnell ernten. Aber jetzt bringt es gerade nichts. Brot, Eier. Eier bräuchten wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Äpfel und Honig bräuchten wir für... Dafür bräuchten wir Entwicklungspunkte. Gucken wir mal, haben wir hier alles schon verbaut. Relativ großer Hof. Aber dann kommt hier nochmal ein Hühnerstall. Wir brauchen mehr Eier, ganz offensichtlich. Brauchen Eier! So, hier haben wir auch noch was gebaut. Auch noch gleich. Ein Hühnerstall. Was die bauen. So. Wir brauchen mehr Brennholz. Da tun wir mal eben wieder Leute rein einfach. Wir haben ja gerade zur Verfügung, dass das wieder ein bisschen stattfindet. Obwohl hier auch ganz schön was gesammelt wird. Vielleicht muss ich da auch mal einen Förster hinstellen. Der Förster hier hat ja ganz ordentlich für einen neuen Wald gesorgt. Das hat schon funktioniert. Also. Erstmal alles, was wir lokal herstellen können, versuche ich zu fixen und den Rest müssen wir importieren. Aber das haben wir eben ja durch die besseren Geschäfte, können wir relativ günstig auch Sachen importieren. Also einfach so eine richtige Handelsstadt aufmachen. Das. Feldfrüchte, okay, das ist dann die Vorstufe hier für unser Bier. Da ist im Moment einer drin. Wie sieht es denn da aus beim Malz? 13 Malz. Und die Brauerei arbeitet auch. Wie viel Bier haben wir denn? 19 Bier. Die Taverne mit zwei Leuten. Keine Ahnung, ob die jetzt mehr Leute bräuchte oder ob das alles fein ist. Zwei transportieren das. Aber es gibt keine rote Taverne, kein rotes Bier irgendwo. Deswegen reichen die zwei Leute in der Taverne anscheinend aus. Okay. Heute. Könnten wir heute gebräuchen. Also wir machen nochmal einen Ziegenstall. Weil sonst kriegen wir die heute ja nur von den wilden Tieren und. Ja. So viele Tiere haben wir hier in diesem Gebiet nicht. Man müsste auf der Übersicht irgendwie leichter sehen können, auch wo schon, ob noch irgendwo was nicht benutzt ist, also ein Hinterhof. Hier zum Beispiel. Nochmal. Hühnerstall. Und hier nochmal Ziegenstall. Was mit deinem Nippel? Was hört man da im Hintergrund? Was wollte ich jetzt hier gerade machen? Ach, hier sieht man nicht, was gebaut wird. Ich glaube nochmal Ziegenstall. So. Okay, also die Grundlage für den Gerber hier. Die will ich jetzt nicht abziehen, weil die ihre Stände auch da betreiben. Das ist ja wichtig. Wie läuft es hier eigentlich in der Weberei? Und auf die Weide passen auch welche. Wir haben genug Geld. Das heißt, wir tun mal eine Familie hier rein und importieren noch ein paar Schafe. Geben ruhig mal ein bisschen Gas. Das Geld haben wir. Kein Lämmer.
11 von 31, 0 von 5. Die wird noch gar nicht benutzt, ne? Erst wird diese Weide benutzt, aber mir ist ja egal, wie rum. Solange das funktioniert. Das, ich nehme nochmal einen Händler mit rein. Sagen wir gerade, die Leute haben. Okay. Garn wird da hergestellt. Vielleicht wäre das nächste Mal bei den... Ja, jetzt habe ich natürlich alle Grundstücke gerade rausgeballert. Das jetzt noch nicht. Aber es wäre natürlich sinnvoll, dann irgendwann auch nochmal höherwertigere Sachen herzustellen. Zum Beispiel eben Schuhe. Leder haben wir ja genug. Guck mal kurz, wie das aussieht mit Schuhen zum Beispiel. Wie ist da die... Oder steht, der stellt echt ganz gut Schuhe her. Guck mal an, das ganze Dorf wird mit Schuhen versorgt. Im Moment noch nicht so dringend zumindest. Nahrung geht zur Neige. Ja, ich habe aber schon hier noch ein neues Feld angelegt. Und hier jetzt noch ein paar Eierdinger. Also ich gebe mir Mühe, Jungs. Nahrung und Brennstoff. Die Stadt wächst vielleicht fast ein bisschen zu schnell gerade. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, genau. Also... Der Schuster gibt sich Mühe, muss man sagen. Also, Leder. Mit den Mänteln habe ich gerade erst angefangen. In der Schneiderei. Die werden aus Garn und Farbstoff... Ach, werden auch gar nicht gemacht, weil ich keinen Farbstoff habe. So, das machen wir jetzt. Wir importieren jetzt mal Farbstoff. Weil den aus den Beeren herstellen... Die Beeren muss ich essen. Die kann ich ja nicht... die kann ich da nicht verfressen, verfärben, sozusagen. Also, das ist bei Commodities wahrscheinlich. Nein, dann bei Materialien. Farbstoffe kosten mich 4. Toll wäre denn, einen Mantel direkt zu importieren. 8, dann lohnt es ja schon. So, wir importieren jetzt Farbstoffe. Und zwar, keine Ahnung, müssen wir so 20 haben. Also ein bisschen Vorrat haben. Und wir richten eine Handelsroute ein. Ich finde das ein bisschen gleichmäßiger statt. Okay, wir haben uns um die Mäntel gekümmert. Das ist ja auch wichtig für die Upgrades. Allgemeine Handel mal kurz durchgucken. Wir verkaufen Dachziegel. Oh, ich 250. So viele Dachziegel braucht man nicht. Der Rest sieht fein aus. Wir importieren Gerste für unser Bier. Das läuft. Ich glaube, ich fange an, Lebensmittel zu importieren. Das kriegen wir nicht hin. Was werden noch gut? Einfach Fleisch. Also Fleisch ist so grundlegend. Ich würde sagen, dass wir halt immer Fleisch haben. 30. Beeren hatte ich mal verkauft eine Weile, als ich dann noch beerenreich war. Eier, Gemüse stellen wir sehr gut selber her eigentlich. Gerade ein bisschen knapp. Warum auch? Es ist eine große Stadt, aber wir versuchen es. Äpfel vielleicht noch. Ne, Äpfel sind auch lecker. Weißt du was, ich gönne den Leuten Äpfel. Ich bin schon ein guter Lord. Muss man mal sagen. Ups, da hat durchgeklickt. Vielleicht muss ich uns ja noch einen zweiten Handelsposten bauen. Kann ich ihn irgendwie upgraden? Pferde habe ich jetzt gar nicht genug. Achso, ich hatte ja letztes Mal doch hier das gebaut, den kleinen Stall. Nicht schon Ochsen geordert. Dachte ich. 4 Ochsen, ein Pferd. Na, ihr macht das schon. Um die Banditen kümmere ich mich schon noch. So, ich bin erstmal hier den Handel alles auf Vordermann bringen. So, wir importieren ein bisschen Fleisch und Äpfel. Meinetwegen auch Beeren. Ist das? Ja, das ist nicht ganz vielleicht. Essen wird ja schon so. Wir exportieren Eisenerz. Leben, das behalten wir mal. Wir exportieren Werkzeuge. Ein bisschen Geld. Wie viele Schuhe wir haben. Und Waffen können wir ruhig ein bisschen exportieren, ehrlich gesagt. Ja,
Habe ich mal das Richtige geklickt? Irgendwie mal. Warte mal, so 150. Kriegsbögen. Behalten wir mal so 120. Weiß ich, 72, 144. Ich glaube nicht, dass. Ich weiß gar nicht, wie groß die Kompaniegrößen sind. Machen wir es mal so. Helme brauche ich eigentlich ziemlich viel. Vielleicht soll ich das mal aufhören. Weil Helme brauchen ja irgendwie fast alle von denen. Rechnen wir es mal ab. In anderen Sachen. Habe ich denn immer noch Steuern im Moment? So schnell. Ich glaube, ich kann schon noch mal die Steuern gönnen, dass wir davon auch zum Beispiel Söldner anheuern können und so. Okay. Also den Handel haben wir jetzt ein bisschen... Nur mal ganz gucken, ich habe das Gefühl, dass ich nicht einmal aus diesen Importieren statt Exportieren gemacht habe. Nee, ist alles richtig. Die Sachen importieren wir. Wir haben alle nicht genug zu essen, aber ich importiere jetzt ja wirklich viel. Ich gebe mir wirklich Mühe. Brennstoff wird auch irgendwie ordentlich produziert. Und der Kohlemeiler auch, also. Beim Brennstoff müsste es jetzt auch ordentlich aufwärts gehen wieder, wenn wir es ein bisschen eingespart hatten zuletzt. Gut, hier nehme ich mal welche raus, weil wenn es nichts zu ernten gibt, gibt es halt nichts. Was willst du machen? Okay. Wie viel haben wir inzwischen hier? 11 immer noch. Ich importiere doch, warum dauert das so lange immer? Und der nächste Punkt. Was würde ich mir denn holen, wenn es jetzt weiter aufwärts geht? Entweder die Schachtminen, damit wir damit machen können. Verbesserte Rüstungsproduktion. Kettenrüstung. Den Gefolgsleuten habe ich mir noch gar nicht angeguckt, ne? Und je nach das bisschen Schafzucht. Vermehren sich langsam, schwerer Flug. Das wäre für mich ganz interessant, die Schafzucht. Ist nicht ganz so wichtig. Gibt auch ein paar interessante Sachen hier mit Honig und Fleisch darüber. Die Schachten natürlich auch. Wollen wir die jetzt irgendwann dann mal ausgehen? Irgendwann dann doch schon mal. Ladungsstände werden aufgebaut. Aber wir haben nicht genug Bier, ne? Das nun daran liegt, dass nicht genug Bier da. Wir können die bloß nicht genug ausschenken, schnell genug. Und erste. Malz. 15 Malz. Gucken, ob sich das Malz weiter hier irgendwie stapelt. Wenn ich auch einen mehr reintun würde. Ob der Brauer dann irgendwann, wenn nicht schnell genug hinterherkommt sozusagen mit seinem Bierbrauen. Oder der Engpass ist. Ja, das mit dem Bier geht schon nicht mehr, das schwankt so ein bisschen. Lebensmittel ist halt das Hauptproblem wirklich. Wenn man sich anguckt hier, Bekleidung ist echt ziemlich gut. Stiefel, Garn. Importiere ich jetzt schon die Farbstoff oder auch die Bier? Ich importiere, glaube ich, beides. Dauert natürlich ein bisschen. Nahrungsmittel, ja, guckt, das geht jetzt langsam ein bisschen hoch. Äpfel wurden jetzt auch importiert, da drei, Fleisch, also es kommt ein bisschen. Ich kann mal ganz kurz nachgucken, was ist nicht. Ich importiere schon Farbstoffe, oder? Ja. Wir haben auch 20. Das heißt, hier müsste dann doch jetzt in der Schneiderei gearbeitet werden.
wir mal. Farbstoffe sind da. Mäntel noch null. Ein Mantel, ja gut, die Produktion ist angelaufen. So, was ich mir jetzt mal angucken wollte, ist das mit der persönlichen... Nee, das nicht. Aber wir können uns natürlich unsere Stadt auch mal angucken. Was nicht, würde sich ja lohnen. Geht der Lord hier mal durch? Schon schick. Ganz schön gemacht. Ja, bei dem Regen will keiner draußen sitzen, das verstehe ich. Alle fleißig am Arbeiten. Schick, schick, schick. So, das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte mir angucken, mach das mit dem Militär-Tab. Neue Einheiten erstellen. Nee, Hilfe, Karte. Gesetze, Produktion. Wie kam ich denn jetzt nochmal zu meinen... nichts zu tun. Dann mach halt was anderes. Dann gehe ich hier noch in die Melzerei mit. Übrig lassen. So, wo ging das denn nochmal? Nee. Das hatte ich auch letztens gerade erst. Ich mir das habe anzeigen lassen. Wir denken über, vielleicht auch über das Militär. Da! Nee, Söldner anheuern. Das will ich jetzt gerade nicht. Mal gucken, wann wir es finden. Sehr früh Entwicklungsstand. Glitch ist möglich, ja. Buttons gibt es ja eigentlich nicht, ne? Hier, Straßenbau. Ne? Ah, ich glaube, es ging hier rüber. Über das Herrenhaus. Was damit irgendwie zu tun gehabt? Nee, anscheinend auch nicht. Der Burgplane. Ne? Straßen. War nochmal ganz interessant. Building Description. Also Mauer bauen. Da! Gefolge anpassen. Okay, da geht das. So, wir haben unser Gefolge. 0 von 12. Wir müssen wieder Leute rekrutieren. Kostet jeder 50. Das ist aus meinem persönlichen Einkommen. Wir haben letztes Mal die Stadt verteidigt, das war teuer. Geile Typen. Kunst. Verschiedene Künste studiert mir dann. So, jetzt können wir die alle angucken. Das ist ein komischer bunter Haufen. Kosten die Unterhalt? Ich hoffe nicht. Kann ich jetzt noch schön anmalen, wenn ich Bock habe. Was kann ich noch machen? Lokal oder importieren? Also jetzt kann ich die, noch die Rüstung verbessern. Und das hat er schon hier, oder was? Und die Rüstung kann ich noch Beamten anwerben. Nehmt einen Lohn an eure Gefolge. Ja. Wovon hängt das eigentlich ab? Die Retinue, die Größe. Das ist jetzt nur optisch. Und das kostet mich dann halt Geld. Aber wie kann ich denn hier... So, müssen die Rüstung erstmal lokal herstellen. Welche ist denn das genau? Der Rüstungsschmied. Rüstungsschmiede. Wo ist denn mein Rüstungsschmied? Ich habe einen.
irgendwo. Rüstungsschmiede. Er stellt Helme her. Okay. Das muss ich erst erforschen, dann, ne? Dann ist das da gewesen. Ja. Mich noch einen Punkt kosten, dann kann ich die selber herstellen, die Sachen. Muss ich ein bisschen Geld sparen. Das geht aus meiner persönlichen Schatzkammer halt raus. Moment, ist ja ganz okay so mit der Besteuerung. Auf 54%, die Bevölkerung wächst leicht. Ja, mal kurz gucken, ob wir nochmal jetzt als Zwischenschritt ein paar Häuser aufwerten können. Was fehlt denn da? Lebensmittel und Bekleidung. Warum fehlt da Bekleidung? Man hat keine Stiefel. Die Mäntel müssten eigentlich auch demnächst mal an den Start gehen. Sehe ich nirgendwo hier auf der Karte. Die Mäntelherstellung ist noch so ein bisschen mau. Drei sind im Umlauf und ja. Produziert. Die haben alle ihr Lager. Ja, die Logistik ist echt das Komplizierteste an dem Spiel, weil es auch relativ wenig Feedback gibt darüber, finde ich. Ist noch ein Marktplatz. Stände haben wir. Wo da Engpässe eventuell sind, wie man die Leute am besten da handhabt. So, da habe ich auch wenigstens mal ein bisschen Eisenerz verbraucht. So, die Bekleidung ist das Problem. Da sollte man Stiefel bekommen. Können die theoretisch noch mehr Stiefel herstellen? Ich glaube allerdings, wir haben 72 Schuhe. Das ist dann eher ein Problem von Marktständen. Warum hat der jetzt keine Schuhe? Frage, die man sich so stellt. Warum hat das Haus keine Stiefel? So viele Häuser haben Stiefel. Aber nicht alle. Aber das können wir upgraden. Das nicht, weil keine Stiefel. Versucht das ja zu umgehen mit den Stiefeln. Die Problematik, indem ich auch zusätzlich noch ein bisschen Mäntel herstelle, aber die Mäntelproduktion ist noch nicht so am Laufen, obwohl wir eigentlich Garn haben und auch Farbstoff importieren. Läuft noch nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Aber viele sind hier sehr gut drauf, so. Machen wir die ordentliche Upgrade-Runde. Bretter konnte irgendwann knapp werden, oder? Na, wir haben ganz gut auf Vorrat hergestellt. Wir sind ordentlich am Sägen. Wenn man so eine Upgrade-Welle durchs Dorf macht. Taverne. Taverne reicht nicht aus. Genau, das wollte ich mal nachgucken. Ich habe jetzt einen mehr in der Melzerei. So, mal gucken, wie das. Ich wünsche mir so sehr Kraft. Ich hoffe, dass das im ersten großen Update drin ist. Dass man wirklich einen Verlauf sieht, dass man so viel besser einschätzen kann, wie die Ratios sind. Wie das Verhältnis ist, so reichen zwei Melzer für den Brauer. Ist der Brauer der Engpass? Ist der Melzer der Engpass? Ist der Taverne Engpass? Ich weiß nicht. 32 Bier sieht nicht so schlecht aus. 20 Malz. Also wir stellen schon mehr Malz her, als wir verballern können. Wenn das jetzt noch weiter ansteigt, werde ich dann einfach noch eine zweite Brauerei aufmachen. Moment, aber wir haben 33 Bier zur Verfügung. Also 38 Bier stehen rum, 33 Bier Überschuss. Das heißt, ich tue mal einfach einen mehr in die Taverne. Vielleicht schenken die das Bier nicht schnell genug aus. Vor allem, da der Typ hier leider festgewachsen ist am Tisch. Und die müssen sich auch besonders kümmern.
So, Stufe 3. Und Stufe 3. Das Bauholz geht ganz schön runter, wird ganz ordentlich weggeballert. Stufe 3, da fehlt Bauholz tatsächlich. Das ist das Schild, aber das kann ja eigentlich einigermaßen schnell irgendwo auch mal abholzen. Vielleicht auch hier, muss ich gar nicht aufforsten. Nächstes Mal muss ich echt aufpassen mit den Bären. Ich habe die Bärenbüsche ein bisschen kaputt gemacht. Das waren mal 32, weil ich da zu viel umgeholzt habe. Die Nahrung hat sich deutlich verbessert. Die Nahrungssituation, wie man übrigens sieht, durch den Import. Hier Nahrung. Gemüsebeeren, Eier, minus ein Äpfel. Importiert doch. Kann ich das nicht so schnell verkaufen? Oder was passiert damit? Warum? Nicht genug? Wird das nicht schnell genug importiert? Ich baue hier mal noch einen Anbindebalken direkt und hol den noch einen. Gönn den mal Pferde. So, Logistik. Hier direkt gegenüber. Und hier könnt euch mein Pferd. Und ich kann ihn noch direkt schon ein Pferd zuweisen. Ich glaube, sonst braucht ihr auch keiner ein Pferd, oder? So, importieren immer noch Schafe. 14. Das dauert ganz schön lange, ne? Bis die hier mal ankommen. Auch genug Platz, dadurch, dass sie die Häuser upgraden, dann ist auch mehr Wohnraum da drin. Ich wollte aber kurz bei den Lebensmitteln unter anderem schauen. Ja, wir versuchen echt zu importieren. Wir haben sogar Handelsrouten, damit was kommt. Also, gib mir Mühe. Kommen halt nicht oft genug die Händler und bringen nicht genug mit. Erstmal, dass sie vielleicht, wenn die mit einem Wagen vorbeikommen, gleich den Wagen vollpacken. Ich weiß auch nicht, was. Ja, keine Informationen drüber, wie groß so ein Wagen ist. Ja, wie viel passt der überhaupt rein? I don't know. So, ein paar Stufe 3. Wir sind schon auf einem guten Weg zum nächsten Level. Jetzt schauen, ob wir noch irgendwas hier haben. Irgendein Level 2 Haus, was wir upgraden könnten. Hier wohnen nicht mal Leute drin in dem Level 3 Haus. Ne? Das ist ein Level 3 Haus. Und keiner wohnt da drin. Das ist traurig. Da fehlt was, da fehlt was. Fehlt uns Bauholz. Dann kümmern wir uns noch mal darum. Das ist jetzt einigermaßen dringend. Dann kann ich das erstmal wieder abreißen in den Marktplatz. Der wird im Moment nicht gebraucht, ganz offensichtlich. Und wir bauen da einen Holzfäller. Oh, jetzt haben wir das Problem gerade. Kann ich es nicht mehr bauen? Dass wir nicht genug Bauholz haben, um den Holzfäller zu bauen. Das ist eine interessante Sackgassen, die man sich da tatsächlich reinbauen kann, glaube ich. Am Anfang. Dass man sich theoretisch in so eine Situation bauen kann, wo du dann kein Holz hast, um einen Holzfäller zu bauen. Und dann war es das leider mit dir. Du musst nicht so viele Bäume fällen, um so etwas hinzustellen. Lager haben wir einigermaßen in der Nähe. Es geht ja einigermaßen.
wo ich mein persönliches Gefolge halt auch ausbauen und verbessern. Jetzt bringen wir uns doch mal so. Nehmt einen eurer Bewohner auf. Das kann ich, glaube ich, nur... Weiß nicht, bräuchte ich da noch irgendeine Sache? Das würde mich halt kein Geld kosten, wenn ich einen Bewohner aufnehme. Oder dann fehlen die doch auch, oder? Geht der Button noch nicht oder fehlt mir eines der Sachen? Weil eigentlich... Gut, ich habe die Rüstung noch nicht. Das ist wahrscheinlich das, würde ich denken, was mir hier fehlt. Wenn zumindest da stehen würde. Expertise kommt erst später, okay. Level noch auf. Oh, 12 von 12 Leute. Wovon hängt das ab? Hängt das von der Gesamtbevölkerung ab oder von Gebäuden? Wie viele Leute ich hier aufnehmen kann in mein Retinue, in mein Gefolge? Oder kann ich sie halt verbessern? Soll ich hier den ersten? Den probieren wir es mal. Okay. Hat sie hauptsächlich einen Helm angezogen? Also Helm habe ich auch, so ist nicht. So ist ja eigentlich nicht. Helme habe ich. So viele Leute drin hier einziehen. Aber ich habe auch, muss auch ein bisschen Geld ausgeben in der Schatzkammer. Für Kram. Was ist hier los? Was ist denn hier passiert? Okay. Kleiner Unfall. Ein kleiner Unfall. Okay, das läuft jetzt weiter an. Hier, Gerste. Leder, ne? Man kommt auch nicht hinterher mit dem Leder. Obwohl ich nochmal ein paar von den Ziegen ab. Daran denke. Mal wieder einer rein. Also, aber sonst verdienen wir Geld. Das ist ganz gut. Das Regionsvermögen ist schon ordentlich. Wie geht's denen denn eigentlich? Nicht nur die Lebensmittelvielfalt. Also ich gehe jetzt einfach mal steil hier. Die kriegen halt einfach zu essen ohne Ende. Dann kriegen sie noch Honig. Handelsroute, keine Ahnung. 20 Honig. Und auch Brot. Also 30, keine Ahnung. Eier und Gemüse haben wir halt wirklich mal selber. Wir haben ein bisschen, Äpfel. Also, das ist das reinste Schlaraffenland hier bei mir. Keine Ahnung, was die haben. Das reinste Schlaraffenland. Steuerung, Lebensmittel. Guck, einerseits nicht genügend Lebensmittel, Lebensmittelvielfalt. Die wissen auch nicht, was sie wollen. Bekleidungsvielfalt ist auch da. Kirche können wir nicht weiter upgraden. Ich finde, es läuft einiges ganz gut. Der Anbindebalken. Können wir mal gleich upgraden. So, die Stallfläche hinten läuft. Die Weite wird auch mal weiter ausgebaut. Wir müssen jetzt mal gucken. Wolle, ne, staut sich so ein bisschen an. Reicht einer davon? Müsste halt irgendwie irgendeine Indikation haben, ob jetzt hier genug von den Schafen geschoren werden oder nicht. Transportiert wartet. Ja gut, der Kunst wartet. So anstrengend kann das Leben als Hirte nicht sein, wenn der wartet. Er hat nichts zu tun. Dann noch nicht. Dann gibt es anscheinend noch keine großen Probleme. Das läuft ja alles wie am Schnürchen, muss ich mal sagen. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben noch ein kleines Bekleidungsproblem, aber echt nicht mehr viel. So,
anguckt hier. Schuhe. Die unten haben gleich wieder vier. Weißt du, die unten krallen sich, anstatt dem Zeug hier was abzugeben. Die haben hier vier Sachen. Die haben Garn und Leder und Schuhe und Mäntel. Und der, ich weiß nicht warum. Der Markt kann doch nicht zu weit weg sein an der Stelle. Ach. Hatte ich hier nicht? Genau, der Markt hat es noch nicht mal benutzt. Das ist das Problem. Ich stelle hier nochmal einen Markt hin. Jetzt mache ich hier noch eine kleine Straße. Oh, die mache ich dann an der Stelle, weil ich habe Schiss, dass der Markt... Ich mache den hier so einen kleinen Markt noch. Weil irgendwie... So, hier mal einer ins Holzfällerlager. Die haben Brennstoff, die machen Kohle. Ja, krass, ne? Man merkt schon, das ist jetzt alles mal so ein bisschen am Limit. Ich muss eigentlich auch noch jemanden hier hinsetzen, der Brennstoff sammelt. Weil es tatsächlich ein bisschen knapp wird. Ich weiß nicht, wie wichtig der Kohlemeiler ist, weil das irgendwie keine erhöhte Zufriedenheit gibt. Würde ich nächstes Mal auch nicht unbedingt machen. So bei den wichtigen Punkten, man lässt auf den Weg hier zu den Schachtminen, wenn man das dann direkt machen möchte, ja. Verbesserte Rüstungsproduktion. Was können wir jetzt noch machen? Also ich will in den Krieg ziehen. Zack, verbesserte Rüstungsproduktion. Für den Winter... Moment, kommen sie mal gerade so über den Winter mit dem Brennstoff. Wird auch weiter gesammelt, so ist nicht. Irgendwas zuweisen. Kommt halt hin. Sechs Schuhe geklaut. Schweine. Aber eigentlich bin ich so ganz zufrieden. Die Stadt, also im Early Access geht jetzt auch noch nicht mehr als Level 3. Bedürfnisse nicht erfüllt? Stimmt doch gar nicht. Alles erfüllt. Also, im Prinzip haben wir das Dorf komplett hier im Griff. Eigentlich wäre jetzt dann der richtige Zeitpunkt. Wir müssen jetzt halt mal... wo kann ich jetzt in welche... Oh mein Gott, die Rüstungsschmiede wird jetzt erstmal gebaut, dass ich gleich hier drauf zugreifen kann. Ich möchte mal gucken, ob ich da dann jetzt andere Sachen erstellen kann. Ich habe Helme. Verkaufe ich auch nicht mehr. So recht. Komm, jetzt mach das mal fertig. Ich will da reingucken. Bauholz haben wir auch wieder. Jetzt das Holzfällerlager hat sein... Dienst aufgenommen. So, die Rüstungsschmiede. Jetzt kann ich auch Kettenrüstung aussuchen. Ah, okay. Sehr gut. Ja, dann stell Kettenrüstung her. Wir haben 42 Helme. Und 41 Helme, das muss erstmal reichen. Und dann können wir unsere Miliz mal organisieren. Und dann gehen wir mal fett ab, würde ich sagen. Dann gibt es den richtigen Krieg gegen den unrechtmäßigen Baron. Wir wissen das ja. So ein Räuberbaron. Der Hildebold. Der hat da nichts zu suchen. Unrechtmäßig hat er sich das unter den Nagel gerissen. Und das lassen wir nicht zu. Wenn die irgendwann Stiefel haben, dann das ist das große Ziel. Dann haben wir das Spiel durchgespielt. Wenn der irgendwann Stiefel oder Mäntel hat. Eins von beiden. M2... Was fehlt denn hier? Die Taverne. Oh, auch die Bekleidung. Bekleidung war doch eben angezeigt, ne? Jetzt nicht mehr. Den können wir upgraden.
Haben ja auch die maximale Siedlungsstufe erreicht. Ja, wir sind so langsam, kommen wir dem Ende, was die was Early Access momentär gibt, nahe. Jetzt haben wir hier Stallfläche. Oder mal noch ein Pferd, damit die schneller... Fritz geht wieder ins Bett. Mach das. Und noch ein Pferd zugewiesen, dass die halt schneller beim Handel sind. Also die ganzen Sachen, die wir hier wollen und haben und tun, dass die besser funktionieren. Aber die Leute sind sowas von zufrieden. Ich will mir auch mehr Geld in meine Schatzkammer schaufeln, um mehr Geld zu haben, zum Beispiel dann für Söldner. Mein Einfluss wächst auch wie blöde. Überschüssige Nahrung haben wir auch ein bisschen Einfluss. Einfluss braucht man, um halt Sachen zu für sich in Beschlag zu nehmen. 1000, 2000. Ja, so ein Gebiet kostet 2000 von dem. Hier kann man einstellen, wie viel Prozent der Nahrung halt weggeht. Da braucht man natürlich mehr Nahrung, um besser Einfluss zu bekommen. 2,8. Wie sinkt denn das? Hätte ich nicht eben 2,9? Erhöhung der Siedlungsstufe, Erlassen von Gesetzen, Erobung von Banditenlagern, Ausbau von Kirchen und Herrenhäusern. So, 25%, aber es ist ja die überschüssige Nahrung. Man sieht, wie hoch das hier geht, ne? Dann holen wir uns noch mehr Geld ab. Wir sind schon auf 20%, ach gut, nächste, dann ist das nächste Runde ein bisschen niedriger. Also, eigentlich läuft ja alles ganz gut. Jetzt haben die sogar ihre Stiefel bekommen, also besser geht's wirklich nicht mehr. Geld kommt rein, Zufriedenheit, wir haben die Stadt fett ausgebaut. Alles, was wir brauchen könnten und wollten, haben wir. Das heißt, tatsächlich werde ich mich in der nächsten Folge mal fett darum kümmern, dass wir unser Militär richtig auf Vordermann bringen. Wir werden jetzt hier schon Kettenrüstungen werden hergestellt. Dauert bis, bis er sich da eingegroovt hat. Und dann so eine schön ausgewogene Armee. Wir haben Bögen. Wir haben ja, von den Seitenwaffen können wir noch ein paar Sachen herstellen. Der hier, der die Moment verkauft, der ja stellt der Werkzeuge für die Schmiede her. Stopp, Hofstädter Schmiede. So rum. Er stellt Werkzeuge für den Export her, aber vielleicht noch ein paar Seitenwaffen. Davon haben wir wenigstens eine ausgewogene Armee herstellen können. Noch ein paar Seitenwaffen. Wir haben Schilde, wir haben große Schilde, wir haben Speere, wir haben Stangenwaffen, wir haben Helme. Die Kettenrüstung werden fleißig produziert. Das läuft also. Und damit, ich sage, machen wir an der Stelle eine kleine Pause. In der nächsten Folge kümmere ich mich mal richtig ums Militär und gucken, wie wir das, was so passiert, wenn ich dem den Krieg erkläre. Was für eine Armee fährt er auf? Wie groß das auf? Ganz kurz, das will ich eben noch machen. Wenn hier mal Bären zu holen sind. Ist ja nicht immer der Fall. Dann muss ich irgendwo anders nochmal jemanden rausnehmen. Zum Beispiel. Melzerei. Wir haben inzwischen auf der Weide. 22. Man muss ja mal Leute rausnehmen können, die gerade nicht so wichtig sind. Zum Beispiel hier. 170 Bretter. Der Sägegrube auch mal einen raus. Dann noch eine rein. Wir wollen jetzt Bären sammeln, bis der Arzt kommt. Vielleicht noch irgendwo. Färberei braucht man. Weberei. Wolle. 27. Ich weiß noch nicht, was das komplett überhand nimmt, aber der macht, glaube ich, für den Export hier die Dachziegeln.
So, wir sammeln jetzt so fett Beeren und dann gucken wir mal. Das machen. So, was die Heimatfront, ja, die Versorgungslage, die Logistik ist immer wichtig. Das weiß jeder, der sich ein bisschen damit auskennt. Und deswegen hier nicht schon. Habe ich nicht schon bestellt? Noch ein Pferd. Nicht, dass ich nachher zu viel habe. Egal. Wenn das alles steht, können wir das machen. Also, ich freue mich auf den Krieg. Das sind auch Sätze, die man nicht so häufig hört. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.